Moinsen, Mahlzeit und hallo, ich bin Juppie von Juppie Zockt und heute habe ich einige News über The Division 2 für euch. Hi, ich bin Juppie von Juppie Zockt und auf diesem Kanal findet ihr Gameplay und News zum Thema Games. Wenn ihr Lust auf News wie diese habt, dann unterstützt mich sehr gerne mit einem Like unter diesem Video und drückt den Abo-Button. Es gibt wieder einen neuen Trailer zu The Division 2. Diesmal liegt das Endgame im Fokus und zeigt uns die Black Tusk, die eine Art Elite-Truppe sind und uns das Leben schwer machen sollen. Roboterhunde, Tanks, Drohnen und Medics sind nur einige der Gegner in dieser Truppe und werden uns sicherlich dazu bringen, dass wir kurz davor sind, Maus, Tastatur oder Controller an die Wand zu pfeffern. Klassische Soldaten umzingeln uns. Rusher schicken Explosivdrohnen, Thrower schießen Granaten auf uns, Sniper, das kennt ihr ja, Tanks greifen mit einer Minigun an, Medics schicken Drohnen zur Heilung los, Controller hetzen uns Geschütze auf den Hals und der Warhound kommt nicht unbedingt schwanzwedelnd auf uns zu. In Summe also eine Gruppe von Soldaten, die wir taktisch klug ausschalten sollten. Der Trailer gibt allerdings noch mehr Grund zum Nachdenken. Denn in einem Raid scheinen wir am Flughafen von Washington DC zu sein und das könnte sicherlich spannend und interessant werden. Und nur noch eine Kleinigkeit, die einige von euch eventuell zu einem Umzug nach Australien bewegen wird. Der Bundesstaat Queensland erlaubt neuerdings, dass man sich einen Emoji auf das Kennzeichen drucken lassen darf. Sinn und Zweck sehe ich dafür zwar nicht, aber so ein kleiner Kackhaufen oder der Mittelfinger sind doch bestimmt eine angenehme Abwechslung. So, und das waren die News für heute. Wir sehen uns bald wieder, wenn es neue Informationen zu unseren Lieblingsgames gibt. Macht's gut und bis bald. Ciao, euer Juppie.